So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wheelman. Wir haben Philippe abserviert, ein bisschen mit ihm auf dem Dach gespielt und Quatsch Comedy Club mit ihm gemacht. Jetzt haben wir aber einen neuen Auftrag und müssen Adrian an der Kathedrale treffen und das tun wir doch einfach mal. Und ich zünde mir derweil eine Kippe an, weil ich cool bin, weil ich Vin Diesel bin. Hallo. Hallo. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, Vin Diesel zu spielen? Ist doch super. Wenn das Spiel jetzt auch noch gut wäre, dann hey, made my day, aber so ist es ja leider nicht. Hey Milo, man sagt, du hast Philippe Leal unter einem Kran stecken lassen. Glaubst du alles, was du hörst? Über dich? Immer. Wie war diese kleine heiße Sache, die ich dir klargemacht habe? Wirklich heiß. Wahnsinnig schnelle Verfolgungsjagd, Schießerei. Das Übliche. Ich meine diese Geile. Das Mädchen. Ich weiß. Den Rest hast du wahrscheinlich schon gehört. Das ist mein Geschäft. Sachen hören. Ich höre alle möglichen. Hast du noch etwas über Felipe gehört? Du willst ihn wieder unter dem Kran kriegen? Du solltest es mit Sorin Theodor versuchen. Nummer 2 bei den Rumänen. Ja, stimmt. Und probier auch Orbel Plaza. Ich höre, Mica de Moro versucht, unabhängig zu arbeiten. Er und Felipe haben sich getrennt, aber er wird wissen, wo er ist. Ich schulde dir was, Adrian. Wenn du es mir zurückzahlen willst, komm einfach zu den Straßenrennen. Die Leute haben übrigens von dir gehört und wollen gegen dich antreten. Ich denke darüber nach. Ja, ich nicht, denn mich interessiert das hier wirklich absolut nicht. Diese Nebenmissionen, die sind einfach bloß ein Witz. Und ich meine, so viele Autos gibt es jetzt auch nicht zur Auswahl, dass man sagen könnte, hey, fahren wir doch ein Rennen, was für ein Auto nehme ich? Hey, ich nehme das Moped hier, super. Nee, also ist wirklich nicht so mein Fall jetzt, die Nebenmission hier. Wir machen das komplett nur für die Story. Und hier wird uns angezeigt, dass die Bremsen sind quasi nicht vorhanden. Das ist unbelievable. Wenn ihr den Motor nicht mehr hört, dann stehe ich schon lange auf der Bremse. Jetzt zum Beispiel. Das ist doch nicht normal, bis der stehen bleibt. Ah, Handbremse. Funktioniert einwandfrei, da steht man sofort. Das ist doch super. Okay, ab jetzt bremsen wir mit der Handbremse, denn mit den normalen Bremsen, das ist wohl hier so in Barcelona, da gibt es auch keinen TÜV, also sowieso nicht. Dann ist ja Deutschland exklusiv. Nee, da brauchen wir Bremsen, scheißegal, brauchen wir nicht. Solange die Handbremse funktioniert, alles in Ordnung. Und die Handbremse wird zu Hause in der Garage selber nachgezogen, also von daher alles cool, yo. So. Oh, da kommt schon wieder Verfolgungsjagdmusik. Du bist zu spät, Milo. Milo, du bist ja zu spät, ey. Oh, Milo, komm. Moped-Verfolgungsjagd. Ja, lass mich gar nicht entkommen. Ich hab nichts für dich. Du hast nichts für mich? Ich guck trotzdem mal in deiner Tasche nach. Warte mal bitte kurz. Er ist bewaffnet und gefährlich. Okay, das heißt, ich soll auf Abstand bleiben, wenn er bewaffnet und gefährlich. Ja, er schießt auf mich. Na super, da kann ja was werden. Ich soll auf Abstand bleiben, um die Schüsse zu vermeiden. Ja, okay. Und ich soll Ausweichmanöver ausführen, denn ich kann auch Stoßmanöver mit dem Moped machen. Natürlich. Geht alles. Du warnst mich, Milo. Ich sollte wirklich ein bisschen mehr auf Abstand gehen. Ja, dann, du schießt die ganze Zeit auf mich und dann machst du so eine Aussage, bring mich nicht dazu, dich zu töten. Im Moment schieße ich noch absichtlich daneben. Aber ich schwör's dir, der nächste Salve sitzt. Das ist so. Irgendwie mache ich mich die ganze Zeit lustig über das Game. Aber das muss man sich ja auch mal machen. Man braucht einfach mal so ein Spiel, wo man sagt, hey, Top Game, aber ich find scheiße. Nee, weiß auch nicht, hätte ich auch Barbie und der Pferdereithof Let's Playen können. Weiß nicht. Oder Teletubbies the Game. Ja, natürlich. Ja klar, wahrscheinlich wollen die Leute das sogar lieber sehen wie Wheelman hier. Ach gut. Ach, ich will dich zu Paolo bringen. Ich wusste gar nicht, wofür ich dich eigentlich suche. Ich dachte eher so, um Philippe wieder unter den Kran zu bringen. Das habe ich irgendwie rausgehört. Mehr aber auch nicht. Also den Sinn dieser Verfolgungsjagd habe ich absolut nicht überrissen. Aber schön, dass du mir es erklärst, warum ich dich verfolge. Das ist doch geil. So muss es laufen. Wenn das bloß immer so einfach wäre. Ja, kann man nichts machen.
So, wo ist er denn lang gefahren? Der ist ganz schön schnell unterwegs jetzt. Ihr Kollege, was soll denn das? Ach ja, sind wir endlich fertig? Nee, noch nicht. So, ja, ein bisschen Stoßmanöver machen, ein bisschen ausweichen. Oh, der ist falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Scheiße! Scheiße! Nee, das war jetzt überhaupt nicht gut. Aber erwartet natürlich, denn der Schwierigkeitsgrad soll, es soll ja für Sechsjährige geeignet sein. Natürlich. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Guck mal nach vorne, Kollege. Ach nein, scheiße! Ah ja, okay, er hat schon mal keine Waffen mehr. Das heißt, wir können jetzt Aircheck machen. Wir dürfen ihn aufholen und... Auf Wiedersehen, Milo. Schluck mal den Staub. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Nein, hab dich doch nicht. Shit. Mann, ist der schnell mit seinem Moped. Unfassbar. Das ist sicher hier... Der Drossel hat er rausgemacht. Natürlich. Mann, bin ich langsam. Woran liegt denn das? Und er gibt immer wieder mal Vollgas. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. So. Wir wollten dein Moped klauen. Natürlich, daran lag's. Milo, komm schon. Du willst nicht mich. Du willst Felipe. Schau mal, er hat etwas geplant. Ich sagte ihm, dass ich da nicht mitmachen will. Ich sagte ihm, dass er zu viele Seiten austricksen will. Die Rumänen, Julos Canalas. Er geht zu viele Risiken ein. Mehr weiß ich nicht. Warte. Okay, okay. Er arbeitet mit einer Frau, einer Flamenco-Tänzerin. Sie tanzt für die Dinnergäste in einem Club. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Lecker. Sind Tänzerin. Wir jetzt fit? Ich hoffe es. Ich habe neue Sachen geplant. Wenn du interessiert bist, komm wieder zu mir. Nee, mein Freund, ich habe keine Lust auf Nebenmissionen und erst recht nicht auf so einen Nebendarsteller, wie du einer bist. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die neue Braut, die wir kennengelernt haben. Darf ich mal? Dankeschön. Die haben wir noch nicht kennengelernt, natürlich noch nicht, aber wir werden sie bald kennenlernen, diese Tänzerin. Und dann fängt natürlich erstmal die Love Story an, denn wie in jedem Film von Vin Diesel gibt es natürlich immer eine Frau, die unsterblich in Vin Diesel verliebt ist. Nein, gibt es eigentlich nicht immer, oder? Riddick? Gibt es da eine Frau? Ich weiß es jetzt gar nicht. Sicher gibt es eine Frau in dem Film, aber ob es eine gibt, die auf Vin Diesel steht, so... Wisst ihr schon, also, so. Knickknack, ah, oh, der Weihnachtsmann war da. Das Hauptquartier der Rumänen ist ein Club im Passei de Grazia. Ah, das ist unser neuer Auftrag hier, Benitos Vorstellung. Und da werden wir jetzt die Tänzerin besuchen. Natürlich, das wird auch die hier aus dem Ladescreen sein. Schätze ich mal. Ja, auf jeden Fall wird das die sein. Das ist, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Na toll. Hey Baby. Naja, wirklich anregend ist das jetzt nicht, also. Nee. Boah, ist der, da brennt ja die Hütte, Mann, da steppt ja der Bär. Ja, der Besitzer sein eigener bester Kunde. Milo Burik, ich habe viel von dir gehört. Ich bin Sorin Theodor. Ich mag Männer, die wissen, wie man sich Feinde macht. Es ist ein Geschenk. Ich suche Felipe Leal. Ich höre, er benutzt Milo Burik als Zielscheibe. Willst du es nochmal mit ihm versuchen? So etwa. Bist du dabei? Erst machst du etwas für mich. Dann sehen wir weiter. Was brauchst du? Es gibt da einen Troll namens Benito. Troll. Er hat etwas von mir. Einen Aktenkoffer. Und du willst es zurück. Okay, wir haben anscheinend die bestimmte Tänzerin noch nicht kennengelernt, aber irgendwie... Draußen steht ein Auto. Wow, was für eine Schrottkiste. Ich bin auch irgendwie ein bisschen überfordert mit diesem Spiel. Und wir helfen. Das ist alles so zusammenhangslos. Ich versuche wirklich... Ich sage unseren Männern, die eine Kanone zuzuhören, aber es...
jetzt dem höre ich gerade nicht zu, denn der macht ja bloß die Missionsbeschreibung, also die ist unwichtig. Aber ich meine so storymäßig, die reden einfach so einen Schwachsinn zusammen. Du meinst immer, hey, wir gehen jetzt dahin, um diese Tänzerin, die mit Philippe zusammenarbeitet, zu verhören. Und jetzt auf einmal müssen wir einen Auftrag für die Rumänen machen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so. Weiß der Geier warum. Ist auch egal, wir machen es einfach so, wie uns das Spiel das vorgibt. Ich habe jetzt auch nicht ganz mitbekommen, worum es in dieser Mission geht. Irgendwie Aktenkoffer zurückholen. Aber es läuft dann eh wieder darauf hinaus, dass wir irgendwelche Autos schrotten müssen. Ganz klar. Hey Milo, Adrian hier. Hör mal, ich habe gehört, dass du für die Rumänen arbeitest und hinter Benito her bist. Versteh mich nicht falsch, aber sei vorsichtig. Benito ist ein Blödmann, das stimmt. Aber er hat gute Verbindungen, okay? Aber wie das kommt, weiß ich nicht. Er ist ein kleines Stück Scheiße, wie dem auch sei. So, den spiel dich aus. Benito hat echten Ärger und das Ganze kann noch viel schlimmer werden. Ich würde mich bewaffnen. Ich sehe dich bei den Rennen. Okay, unser Kumpel Adrian sagt jetzt einfach mal, ich würde mich bewaffnen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Denn Benito ist ja ein Troll, wie dieser rumänische Kopf das so schön erwähnt hat. Und die sind natürlich gefährlich. Natürlich sind die gefährlich. Natürlich, da muss man doch aufpassen. Aber wo kriege ich jetzt Waffen her? Das weiß auch kein Mensch. So, hier, Handbremse zum Bremsen benutzen, nicht vergessen, natürlich. So. Ah, hier gibt's Waffen. Hier liegt gleich mal eine schöne AK. Waffenlager versorgen durch mit Feuerwaffen. Klar, Waffenlager ist einfach mal hier so ein Mülleimer. So ein Container. Okay. Von der falschen Mannschaft geklaut. Ach, das sind eure Waffen. Okay. Feinde mit blablabla anvisieren. Ja, das schaffen wir doch, oder? Da trifft er mal gar nichts, oder wie sie... Ich treffe auch nichts. Ja, super. Ja, super. Okay, wir können auch automatisch feuern. Auf wen denn? Das sind ja keine Gegner vorhanden. Ach ja, ist ja egal. Wir können mit den Kuriermissionen auf jeden Fall neue Waffen freischalten. Werden wir aber wahrscheinlich nicht brauchen. Denn wir können das ganze Spiel mit der Pistole durchspielen. Und wahrscheinlich mit dieser Schrottlaube hier unterm Popo. Ja. Ich meine das so, wie ich es gesagt habe. Natürlich, das Spiel ist jetzt nicht allzu schwer. Schließe Nebenaufträge ab, um bessere Waffenlagen in der Stadt freizuschalten. Ganz genau. Das habe ich gemeint, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Und wieso raucht unser Auto schon wieder? Wieso rauchst du denn? Egal. Egal. Ich denke, das wird jetzt so eine Ballermission. Da können wir auch mal mit dem rauchenden Auto zu der Mission hinfahren. Brauchen wir nicht unbedingt tutti-kompletti repariertes Auto. Braucht es dann wirklich. So, wir sind auch schon da. Na, meine Freunde. Schon fett Action am Start hier. Die warten ja bloß auf mich. Wie kann denn das sein? So, ich brauche eine Waffe. Jetzt, okay. Kann ich irgendwie in Deckung gehen? Nee, nicht wirklich. Oh, ist die Maus sensibel angestellt. Ist ja Wahnsinn. So. Zack, bam. Bam, Headshot. Aber jedes Mal, wenn ich einen Headshot mache, dann kriegt unser Win einen kleinen Adrenalinschub anscheinend. Zumindest kann ich mir diese Bildverschiebung, Verzerrung da nicht anders erklären. Okay, aber bring mich nicht um. Bitte, bitte. Ich sagte, ich werde reden. Was willst du mehr? Da liegt der Aktenkoffer, der gedrückte. Der gehört uns. Bam. Headshot. Hey, es kommt jemand. Wo kommt wer da? Oh, der hat schon wieder Maschinenpistole, ja, natürlich. So, kann ich die Waffen eigentlich von den Getöteten aufheben? Ja, kann ich. So, super. Sind wir ein bisschen stärker bewaffnet. Die kriege ich alle tot, ganz klar. So, total einfach. Alter, ist ja gut jetzt, du kennst mich nicht mal. Ich wollte dich nicht retten. Ich wollte dich abschießen. Ich bin der Auftragskiller. Die sollten dich beschützen, du Pfeife. Nee, komm, lass uns abhauen. Ja, jetzt aber hier. Oh, total verzogen, die Waffe. Ey, wenn ich jetzt sterbe, dann ist es wirklich nicht mehr schön hier. Es ist nicht mehr lustig. Nee, ich sterbe natürlich nicht. Ich bin einfach zu blöd dafür. Wo habe ich 227 Schuss für die Maschinenpistole her?
die halten ja jetzt wirklich schon ganz schön viel aus. Also ist ja super. Das rotes Fass kann das in die Luft fliegen, ja. Und boah, was für eine krasse Explosion. Ist ja geil. Oh, Mann, Mann, Mann. So, ich habe ein Auto natürlich. Ich hätte eins, aber wir nehmen das neue hier. Das ist wirklich besser für uns. So, ich bin Wheelman und ich bringe dich jetzt nach Hause. Hast du an dich geschickt? Ach, egal, los, einfach los. Ich fahre doch schon lange, Mann, beruhig dich. Wow, 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 wow. Wow, die gehen ja jetzt hier richtig zur Sache hier. Mann, 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 die lassen aber nichts anbrennen hier. Laden uns nicht mal zum Essen ein. Nee, da wird gleich volle Kanne auf uns gefeuert. Die knallt nach hinten zurück, durch das Gerüst hindurch und ach, es ist so geil gemacht, das ganze Spiel. Also teuer kann es ja nicht gewesen sein in der Entwicklung. Wirklich. Und ich schätze mal, das hat sich auch nicht wirklich gut verkauft. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich meine, wie viele Vollidioten gibt es denn, die so einen Scheiß kaufen? Außer mir jetzt natürlich. Aber ich habe es auch nicht zum Vollpreis gekauft. Der damals natürlich wie immer bei PC-Spielen, weiß ich nicht, 50 Euro war. Ey, wenn man sich das Spiel für 50 Euro rauslässt, dann muss man schon wirklich einen an der Klatsche haben. Also ganz klar. Jetzt kommen schon Motorradfahrer. Ach, ich kann auch schießen. Ja, danke, dass mir das mal einer sagt. Super, geben wir mal Vollgas jetzt. Oh, oh, oh. Ja, klar, ne? Ich park erstmal schön hier ein. Komm schon, komm schon. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe gar nichts, wenn ich mit dem fahrenden Auto schieße. Ich kann es ja einfach mal probieren und einfach draufhalten. So, super. Ja, okay. Wenn ich jetzt bei jedem Auto immer sehen muss, wie es schön explodiert und dann durch die Gegend fliegt, das ist ein bisschen nervig. Aber das wird auch so bleiben jetzt die restliche Zeit vom Game. Da, Präzisionsschuss, da wird sich nichts ändern. Präzisionsschuss, drücke E. Ah, wir können damit Fahrzeuge mit einem Schuss zerstören. Zack. Ja, natürlich! Natürlich! So muss es laufen. Ja, ein gezielter Schuss in den Kühler rein. Motor überhitzt, instant und explodiert. Ganz klar. Gab's ja schon immer. Das ist ja auch sehr, sehr gefährlich. Das, ja, egal. Ich wollte ihren Schwachsinn erzählen, aber ich habe hier völlig sinnfrei vor mich hingequasselt, wie immer. Drücke C, um einen Cyclone... Ah ja, super. Ich kann mir einfach mal so umdrehen, wie in Mr. und Mrs. Smith, die Angelina Jolie gemacht hat, so auf der Autobahn, so ein schöner Turn und dann die Autos einfach abknallen. Ja, gut. Ich denke, ich muss die Gegner hier jetzt nicht mehr so wirklich abhängen. Klar, wie kann das sein, dass der noch auf seinem Motorrad sitzt, wenn ich da hier voll gegen die Häuserwand gebasht habe? Verstehe ich nicht. Ist auch jetzt unwichtig. Mann, Mann, Mann. Jetzt komm schon. Der will nicht treffen. Jetzt habe ich dich. So, wir drehen uns mal ganz kurz um. Zack. Das ist doch voll vom Mr. und Mrs. Smith geklaut. Also ganz klar. Sowas von geklaut. Mein Auto ist beschädigt. Ach nee. Ja, das mache ich oft. Das ist meine Freizeitbeschäftigung. Du sagst nicht viel, das mag ich. Ein Mann weniger Worte. Das ist deine Tatsache, ja? Gott, du bist auch schon wieder so ein Philippe. Denn... Oh. Irgendwie nervt mich bis jetzt jeder Charakter, der den Mund aufgemacht hat in diesem Game. Also Wahnsinn. Bitte, bitte, Sorin, ich kann das in Ordnung bringen. Ich arbeite an etwas Großem. Nein, Benito. Keine großen Jobs mehr für dich. Milo, wirst du dich für mich um ihn kümmern? Ich bin kein Mörder. Ich bin ein Wheelman. Das ist die Wahrheit. Glaubst du, bessere Geschäfte als ich machen zu können? Was hat denn das damit zu tun? Ja, ist es nicht wert. Und das könnte unerwünschte Folgen haben. Ja, es stimmt.
Die schleimige Kröte Benito hat schleimige Freunde. Wie das kommt, ich weiß es nicht. Du hast viel Glück, Benito. Milo hat dir eine letzte Chance gegeben. Danke, Sorin. Danke, Milo. Hau ab, bevor ich es mir anders überlege. Verschwinde. Nur wenige befolgen meine Befehle nicht und leben. Wheelman. Ich hab wohl einfach Glück, was? Die Sprüche sind so... so herzzerreißend. Fürs Erste sind wir Freunde. Komm zu unserem Club Zapateado. Ich reserviere dir einen Tisch. Wir besorgen dir alles, was du willst. Ich will nur ein schnelles Auto und ein Ziel. Ach, Milo. Ach, du bist so... so ein cooler Hund. Ah, eigentlich nicht wirklich. Im Moment wird es immer lächerlicher. Je mehr ich mir von dem Game wieder mal reinziehe, desto lächerlicher wird es einfach. Das ist unbelievable. Schon wieder ein neues Dossier. Ey, geh mir mal nicht auf den Keks, ja? Man, bis das Spiel mal alle Charaktere vorgestellt hat, vergehen Jahrhunderte. Und schon wieder Nebenmissionen. Was sind denn das schon wieder für Nebenmissionen? El Kurier. Ah ja, wollen wir nicht. Ist uns völlig... Wayne. Auftrag, Familie finden. Du sollst Che Taraval am Drugstore-Club treffen. Warum? Habe ich was verpasst? Ja, wir haben viel verpasst. Oh, das Spiel schmeißt uns in eine Mission nach der anderen. Und alles ergibt irgendwie keinen Sinn. Vielleicht ergibt dann alles nach der letzten Mission Sinn, wenn der... Wenn die Credits runterlaufen, dann... Oh, nenn mich einfach Che. Vielleicht kann ich dir mit dieser Felipe-Situation helfen. Ich frage nicht. Ich kümmere mich auf meine Art um ihn. Wenn wir ihn nicht zuerst erwischen... Dann hätten du und ich ein Problem. Du arbeitest an dieser Sache besser mit mir. Wahnsinn, was für ein Lag. Besser für mich, besser für dich. Gut. Ja, dann super. Bin ich angestellt. Chulos Canalas nehmen keine Angebote an. Wir machen sie. Was? Wann hast... Wo? Zum Teufel würde... Nein! Nein, nein! Lass es! Überlasse mir das! Du willst für mich arbeiten? Machen wir einen Ausflug. Zeig mir, ob du mithalten kannst. Mein Gott, vor wie vielen Leuten soll ich mich noch beweisen? Beweisen, das ist ja jetzt... Wir benutzen Motorräder. Da kommen wir durch, wo Autos nicht durchpassen. Ist das okay für dich, oder? Ah, ist alles in Ordnung. Ich hatte vorhin eine Highspeed-Moped-Verfolgungsjagd. Im letzten Video, glaube ich, war das... Da ist das auch alles super gelaufen. War das in diesem Video? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier zwei Videos am Stück aufgenommen. Also mache ich zumindest gerade. Deswegen habe ich da gerade irgendwie den Überblick verloren. Ist auch jetzt völlig egal. Wir müssen ja bloß den hinterherfahren und das sollte kein Problem sein. Ein paar Scheißer besuchen, die einen unserer Jungs haben. Den Bruder unseres Bosses. Eine kleine Lokomotive. Ah, okay. Super. Wenigstens erklären sie uns ein bisschen was, was wir jetzt hier machen. Er stellt uns nicht nur auf die Probe, nein, wir müssen auch von seinem Boss den kleinen Bruder befreien. Das ist super, aber ich habe auch nicht mitbekommen, wie wir diesen Kerl hier kennengelernt haben. Es stand bei der Missionsbeschreibung am Anfang bloß, er will uns treffen. Super. Ja, wir werden sie sehr gut fertig machen. Alles klar, ja, mein Freund. Natürlich werden wir das. Mann, ich habe auch keine Markierung und die... Es ist doch ein Witz, oder? Die Typen fahren so langsam, wenn ich da einmal ein paar Meter geradeaus fahren kann, überhole ich sie alle, dann habe ich sie überholt und dann biegen sie irgendwo hinter mir ab. Und ich habe keine Markierung, weil ich weiß einfach nicht, wo die hinfahren. Also muss ich immer schön langsam fahren, immer schön hinter ihnen bleiben. Bloß nicht zu schnell fahren. Das könnte sonst in die Hose gehen. Ja, natürlich. Oh, Junge, Junge. Wann sind wir denn da? Ihr fahrt ganz schöne Umwege. Da sind wir vorhin schon vorbeigekommen. Wisst ihr das? Milo, nimm die Zäune runter. Okay. Was? Milo, nimm die Zäune runter. Was? Ich soll bloß durchfahren, oder was? Oder soll ich mit dem Schraubenzieher wirklich die Scheißdinger abmontieren? Der Zaun steht immer noch. Super, spult mal zurück, der Zaun steht immer noch. Geil, ne? So, der Zaun ist putz. Der ist kaputt. Das ist... Hol Miguel, sie werden wissen, dass du kommst. Oh, oh, oh. Oh!
Oh mein Gott, da wäre man mit dem Auto auch durchgekommen. Da kannst du ja alles niederreißen. Gar nicht, was die für ein Problem haben. Aber ja, wir fahren einfach weiter. Wir fahren einfach weiter, bis der Tunnel zu Ende ist. Sag mal, was ist mit der U-Bahn hier los? Züge brennen, alles liegt in Schutt und Asche. Sieht ja aus wie bei Fallout. Mann, 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 ist das in Barcelona wirklich so? So, hier sind lauter Panzersperren. Natürlich, natürlich. Was waren die Betonblöcke hier? Kämpfe dich durch das stillgelegte U-Bahn... Was? Kämpfe dich durch den stillgelegten U-Bahnhof? U-Bahnhof? Ich liebe es. Könntest du mal bitte die Waffe wechseln? Dankeschön. Zack. Ah, oh, nee, ich treffe sie nicht. Komm schon. Hab ihn. Zack. Ich schieß eigentlich wie ein kleines Kind. Ich krieg sie aber trotzdem alle tot. Also das Ballern ist nicht so einfach bei diesem Spiel. Ist auch jetzt nicht die Stärke von dem Spiel. Es ist... Ja, es ist auch... Es hat das Spiel Stärken. Ich weiß es gar nicht. Vin Diesels Original-Synchron-Stimme. Mehr ist es nicht. Ja klar, Mann. Ist logisch. Hier werden fast das super toll in die Luft fliegt mit sehr tollen Effekten, die aber Milliarden von Dollar gekostet haben, das zu entwickeln. Das sind Effekte, da können andere Spiele bloß davon träumen. Scheiße, es ist der Kerl aus dem Restaurant. Der hat Benito. Ja, ich bin es. Super, ne? Ich bin unverwundbar, oder wie sehe ich das? Ich habe gerade hier Berserker-Fähigkeit angemacht, oder? Dann kann ich nicht sterben. Naja. Vor allem, was habt ihr da für eine Gang-Klamotte an? Was ist das für eine Uniform? Hellblaue Hemd? Das ist ja total witzlos. Ach ja. Wir hatten jetzt eine halbe Stunde Zeit, hier auf mich zu schießen. Und haben es nicht fertig gebracht, mich zu töten. Der im roten Hemd auch nicht. War wahrscheinlich der Endgegner. Ne, war bloß ein Zwischengegner. Ah, da. Schön, dass er auch mal auf mich schießt. Obwohl du mich seit Stunden sehen müsstest. Oh Gott, das ist echt ziemlich wabbelig hier, die Steuerung. Hier ist eine AK. Hier ist eine AK. Wollen wir. Wollen wir. 30 Schuss bloß, leider. Lag. Wieder mal Fraps eine neue Datei erstellt. Super, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, wie man das ausmachen kann. Ich habe das seit kürzesten. Ja, früher hatte ich das nicht. Zack, zack. Hier mit AK bin ich unschlagbar. Ich jag das einfach mal hier in die Luft. Toll, püff. Püff, püff hat's gemacht. Püff. Oh, so super. So super. Zack, alle tot. Das war es auch schon. Man, hier sieht es wirklich aus wie bei Fallout. Oh, da kommen noch ein paar. Zack, einmal bloß kurz draufgehalten, dann ist das hier gegessen. Mann, ey. Wie viele Gegner kommen denn da noch? Das ist ja jetzt bald die ganze Gang, was ich hier ausgelöscht habe. Zack, zack. Oh, der hat... Schutzweste an, sowas aber auch. Den kriegen wir auch noch. Einer müsste noch da sein. Hier. Zack, tot. Fertig, Feierabend. Gute Nacht, meine Freunde. Das war's auch schon wieder. Ja, jetzt haben sie mich aber ganz schön hier getroffen, die zwei Freunde der Nacht. Aber macht nichts, wir leben immer noch. Natürlich, natürlich. So schwer ist das ja nicht. So, mein Freund. Ich hätte dich retten sollen. Tee schickt dich was? Ich wäre ausgestiegen, du hast gerade meine Arbeit erledigt. Jetzt folge mir, wenn Miguel, du das schaffst. Ach, dich kennen wir doch noch aus dem ersten Video. Wir sollten doch für dich Autos und so besorgen. Ja, lauf mal vor, ich soll dir doch folgen, oder? Du hast gesagt, ich soll dir folgen, wenn ich es schaffe. Oh, und jetzt muss ich vorlaufen. Okay, alles klar. Ich
höre sie immer noch da draußen. Ja, es sind ja nicht viele. Nee, ey. Das ist ja bloß eine kleine Armee hier. Aber das kriegen wir auch alles hin. Oh, Mann. Ja, ich kann irgendwie... Bin ich wirklich so schlecht jetzt gerade, oder was ist hier los? Zack, tot. Ja, aus der Entfernung trefft ihr natürlich einwandfrei. Aber wenn ich euch gegenüberstehe, dann trefft ihr gar nichts. Zack, alle tot. Miguel, lass uns gehen. Und die Musik ist auch gerade... Oh. Schon wieder dieselbe. Wie immer. Warte, hier ging es doch runter. Nein. Jetzt können wir echt den ganzen Weg hier zurückdackeln. Super. Ja. Das freut das Gamerherz. Da lacht das Gamerherz bei sowas. Oh, schön. Schön. Ach, Miguel. Kleines Dickerchen. Wo bleibst du denn, Pummelchen? Komm, Pummelluff. Komm mal mit jetzt. Lass uns abhauen. Wir haben's gleich. Also da sollte die Stadtverwaltung echt mal was dagegen machen, weil das kann ja hier nicht wahr sein. Dass das so zugemüllt wird hier. Die U-Bahn sollte mal echt aufgeräumt werden. Komm schon, komm schon. Jawoll. So, 57 Schuss noch. Sollte reichen. Da werden nicht mehr viele kommen. Die Musik ist schon sehr erstaunlich unepisch. Unepisch? Ja, unepisch. Just unepisch. Kennt doch jeder das Wort, oder? Unepisch, hallo. Wird sie los. Ich will keine Unruhe. Oh Junge, Miguel, lass die blöden, seichten Sprüche und lass uns einfach von hier verduften. Na, lass uns verduften. Miguel Delgado verlässt das Gebäude. Oh Gott. Wow, wo kommt denn der Zug jetzt her? Ja klar. Völlig logisch. Die Gang, die steuert den ganzen Zug, Mann. Den ganzen Zug. Ja, natürlich. Natürlich. Jetzt haben wir hier Action. Völlig klar. Ich meine, wer kennt das nicht? Zu Hause in seinem kleinen heimischen Ghetto. Klar, jede Gang hat einen eigenen Bahnhof, einen eigenen Zug und können auch damit umgehen. So, jetzt sag mal an hier, wie viele kommen denn da noch? Miguel, willst du auch mal ein... Also das ist ja echt nur noch krank, was hier gerade abläuft. Da parkt uns ja einfach mal den Zug. Wo ist die Polizei, wenn man sie braucht? Also, nee. Miguel, komm mit. Lass uns abhauen. Okay, lass uns abhauen. Wir fahren zurück zum Rockstar Club, ja? Bleib in der Nähe. Ich zeig dir den schnellsten Weg. Oh, was ist denn hier los, Mann? Dummes Fraps. Ja, was war denn das für ein komischer Stunt? Klar, ich fahre gegen Baum und mach dann hier einen auf Hüpfball. Logisch. Logisch. Wer kennt das nicht von den Echten? Natürlich, man fährt mit dem Fahrrad gegen Baum und dann springt man erstmal 10 Meter in die Höhe. Ganz klar, ist auch... Warum hat mir niemand gesagt, dass es jetzt... Oh, Mann. Mein Bike raucht schon. Übelst. Wie soll ich denn das jetzt auf die Reihe kriegen? Oh, Mann. Wo geht's denn eigentlich lang? Wer gehört denn jetzt zu mir? Der Fettkloß da vorne, oder? Ja. Ich kann sekundäre Waffen vom Motorrad abfeuern. Nee, geht nicht. Ich kann meine AK nicht rausholen. Geht nicht. Ist auch keine Einhandwaffe. Wie soll denn das vom Motorrad aus gehen? Liebes Spiel. Willst du mir hier irgendeinen Schwachsinn auftischen? So, Kameraeinstellung wieder passend einstellen. Und Miguel, wann sind wir jetzt da? Die Mission zieht sich nämlich ganz schön und ist nicht wirklich so interesting, die Mission. Ja. Das ist eigentlich immer dasselbe. Erzähle Che und Starvo keine Geschichten über mich. Wenn du das machst, helfe ich dir nächstes Mal nicht. Ich lass dich zurück, tot auf der Straße. Du bist mir ein Schuldig. Was? Du lässt mich zurück, tot auf der Straße? Ich bin dir was schuldig. Mein Freund.
Miguel, mein kleines Fettklößchen, ich hab dich gerettet. Und nicht umgekehrt. Du Schwanz. Sag mir, weil er süß ist. Warum ist dir Felipe so wichtig? Er kam oft auf unsere Partys, aber es gab ein Problem. Er trinkt einfach zu viel vom Gibt's schlechtesten Schnaps. Gibt's bei euren Partys keinen guten Schnaps. Mhm. Und? Los Julos arbeiten nicht mehr mit ihm. Wir haben ihm gesagt, dass er nicht mehr kommen soll. Ihm und seinem Freund. Wer ist das? So ein Computersicherheitstyp namens Javier. Er wollte ans Höschen von einer Tänzerin. Du findest ihn, wo sie auftritt. Club Zapateado. Ich kenne diesen Ort. Du wirst es aber nicht durch die Tür schaffen. Die Rumänen passen ich war schon auf. Drin. Echt exklusiv. Mein Gott, ich komme überall durch. Sprüche. Ich komme überall durch, auch bei einer Sechsjährigen. Wow, 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 Just, der war jetzt asozial. Aber hey, so ungefähr kann man sich das doch vorstellen, wenn er sagt, ich komme überall durch. Ey. So, wir haben Che auch kennengelernt. Ich denke, ja, wir haben nochmal neue Nebenmissionen. Das häuft sich jetzt inzwischen. Ganz schön hier das mit den Nebenmissionen. Und ja, wir sollen wieder Felipe... Wir sollen wieder zu dem Club, wo wir schon mal waren, mit bei den Rumänen, und da ist jetzt Felipe angeblich. Aber das werden wir alles im nächsten Video machen. Also, bis dann.